jetzt bei Hans Meiser. Endstation Todeszelle, wenn Deutsche auf den Henker warten. Ein Thema, das nicht nur bei uns sehr kontrovers diskutiert wird, sondern vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten, gerade auch jetzt, 3 Wochen noch vor der Präsidentschaftswahl. Und es gibt auf der Welt ungefähr 95 Staaten, in denen noch die Todesstrafe verhängt wird und auch dann durchgeführt wird. Für die meisten gehen auf das Konto von der Reihe nach China, Saudi-Arabien, Nigeria und in den USA. Allein dort sind im vergangenen Jahr 93 Menschen hingerichtet worden. Und auch 4 Deutsche sitzen in den Todeszellen. 2 von ihnen wurden im vergangenen Jahr hingerichtet. 4 Deutsche warten immer noch auf den Toten. Einer von ihnen ist der Hamburger Dieter Riechmann. Er sitzt in Florida in der Todeszelle, verurteilt wegen Mordes, den er nicht begangen haben will. Der deutsche Dieter Riechmann aus Hamburg. Rückblende Oktober 1987. Dieter Riechmann und seine Freundin Kersten Kischnick fahren nach Florida in die Ferien. Den Abend des 25. Oktober verbringen die beiden in einem Restaurant, trinken für gut 200 Mark. Angetrunken steigen sie in diesen Ford Thunderbird, wollen zu ihrem Hotel fahren. Doch Dieter Riechmann verpasst die Abfahrt, kennt die Gegend nicht mehr. An einer Kreuzung steht eine Gruppe von Schwarzen. Dieter will nach dem Weg fragen, aber Riechmann wittert die Gefahr, gibt Gas. In diesem Moment löst sich ein Schuss. Kersten wird tödlich am Kopf getroffen. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt und wir sind hier überfallen worden. Und im Zuge dieses Überfalls ist Kersten erschossen worden. So, ich bin unschuldig. Doch das Gericht glaubt Dieter nicht. Für die Geschworenen steht fest, Kersten sei Dieters arbeitsunwillige Prostituierte gewesen, deren 1 Million Mark Lebensversicherung er kassieren wollte. Der Richter verurteilt Riechmann zum Tod auf dem elektrischen Stuhl. 1996 dann die Berufung. Doch vor dem Supreme Court darf nur über Tod oder lebenslänglich entschieden werden. Offensichtlich falsche Indizien werden nicht berücksichtigt. Ein Zeuge sagt aus, den wirklichen Mörder zu kennen. Am 24. Februar 2000 wird das Todesurteil bestätigt. Aber der Hamburger ist zuversichtlich. Das Gericht hat eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft angefordert. Ein sehr seltener Vorgang. Dieter Riechmann ist sicher, das Gefängnis nicht im Leichenwagen zu verlassen. Bei uns ist eine gute Freundin oder Bekannte, die zusammen mit ihrem Mann, der inzwischen verstorben ist, Dieter Riechmann seit 1983 kennt. Sie lebt inzwischen in der Nähe von Pisa, ist heute bei uns, nämlich Ulrike Karpischek. Herzlich willkommen. Okay. Frau Karpischek. Sie waren bei der Tat nicht dabei? Nein, das ist richtig. Aber Sie sind von der Unschuld Dieter Riechmanns zu 100% überzeugt? Von Anfang an, 100%. Warum? Ja. Gut, die Frage ist schwer zu beantworten, weil ich denke, man kennt, man fühlt, ob jemand in der Lage ist, sowas zu tun oder nicht. Dieter war ein sehr zuverlässiger Mensch. Dieter war jemand, der... wie soll ich das sagen? Einfach offen, ein offener Mensch. Mhm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er, zumal er seine Freundin, die Kersten Kischnick, auch sehr geliebt hat. Das war offensichtlich, kannte sie ja auch. Und ist für mich unvorstellbar, dass er sowas begangen hat. Was für ein Verhältnis hatten die beiden zueinander, die Kerstin und der Dieter? Ich meine, man müsste vielleicht eins wissen, die Kerstin war Prostituierte. Dieter hat sicher auch in gewissem Maße von ihrem Geld gelebt. Aber er war, ich möchte es nicht sagen Zuhälter, aber der Beschützer und der Aufpasser für Kerstin. Mhm. Und ich denke, dass er sie sehr, sehr geliebt hat. Für 1 Million Mark ist mancher bereit, also manches glaube, zu tun? Ich glaube, das ist kein Thema. Also ich habe zum Beispiel auch eine Lebensversicherung abgeschlossen, mhm, über eine gewisse Höhe, die der nahe, mhm, kommt. Und ich denke, das ist kein Thema, jemanden umzubringen, und für Dieter schon gar nicht. Er hatte noch andere Einkünfte. Ich weiß, dass er Versicherungen abgeschlossen hat, dass er in der Versicherungsbranche tätig gewesen ist. Und ich denke nicht, dass es für ihn irgendeinen Grund gab, sein finanzielles... seine Finanzen aufgrund, mhm, von einem oder auf einem Mord auszutragen. Wie ist denn Ihr Verhältnis? Sie sind Dolmetscherin für Französisch, Deutsch, Deutsch, ja, Französisch. Ihr Mann hatte einen Friseursalon. Ist und richtig. Da war der Dieter Riechmann häufig. Dieter Riechmann, ja. War das jetzt so ein Kontakt über den Tresen? Oder am Anfang war es ein Kontakt über den Tresen.
hat sich herauskristallisiert, dass wir viele gemeinsame Interessen hatten, vor allen Dingen auch mein Mann im sportlichen Bereich, Rennrad, Joggen, Bodybuilding und dann natürlich die gemeinsame Liebe auch zu Amerika. Er war ein absoluter Amerika-Fan, mein Mann auch, ich auch im Übrigen. Und da hat sich dann eigentlich eine Freundschaft auf dieser Basis entwickelt. Nun ist das amerikanische Rechtssystem ja ganz offensichtlich ein anderes als bei uns. Das ist richtig. Waren Sie beim Prozess dabei? Ich war nicht beim Prozess dabei, sondern ich war als Zeugin geladen, als sogenannte Leumundszeugin, das kennt man ja in Deutschland nicht, zum Wiederaufnahmeverfahren, das heißt zu der Anhörung, damit das Verfahren wieder aufgenommen werden kann. Und ich habe dann eine Woche, also meine Zeugenaussage, die war in einer halben Stunde erledigt, aber ich habe dann die ganze Woche am Prozess teilgenommen und habe eigentlich, war erschreckt, was in diesem System abläuft. Was läuft da ab? Zum Beispiel, dass die Sachverständigen, wie also bei uns sind ja, gibt es ja gerichtliche Sachverständige, die anerkannt sind vom Gericht. Und dort ist es einfach so, dass da ein Sachverständiger sich erstmal verteidigen muss. Er muss erstmal darlegen, er wird behandelt wie eigentlich ein Verbrecher auch. Ja, dass er in der Lage ist, also irgendwas zu bestätigen, wie lange er diesen Beruf macht, wo er was gemacht hat, also in einer Form, wo ich denke, das sind andere Ausgangspositionen als zum Beispiel in Deutschland. Frau Karpyschek, wir werden uns ja gleich weiter unterhalten, auch noch mit anderen Menschen, die den Dieter Riechmann ganz gut kennen. Eine Frage vielleicht noch vorweg. Wir haben gerade in dem Filmbeitrag gehört, dass es offenbar, oder dass man weiß, wer der Täter ist. Ja, das ist richtig. Und es gibt auch eine entsprechende Zeugenaussage. Es gab die Zeugenaussage schon 1996 bei der Anhörung. Da wurde dieser Zeuge nicht zugelassen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass Dieter Riechmann überhaupt heute noch weitermachen kann, ist eigentlich zu verdanken diesem Richter, diesem Alan Gold, der an dieser Anhörung, den wir gesehen haben im Gerichtssaal, der einen Formfehler eingebaut hat. Weil die Tatsache ist die, bei einer Anhörung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Todesstrafe wird bestätigt. Oder aber es wird aufgehoben. Und er hat jetzt, also die Todesstrafe ist zwar bestätigt worden, er hat aber durch einen Formfehler der Anwältin, der heutigen Anwältin, die Möglichkeit gelassen, das Verfahren wieder aufzurollen. Und im Moment sieht es relativ gut aus. Mein nächster Gast kennt Dieter Riechmann eine ganze Weile. Er war lange mit ihm zusammen, wenn auch möglicherweise in einer Umgebung, die vielleicht für den normalen nicht so ganz vertrauenerweckend erscheinen mag. Bei uns ist aus Niendorf an der Ostsee Lothar Bastigkeit. Herzlich willkommen. Da. Herzlich willkommen. Auf dem letzten Drücker, wir haben schon gezittert und gezeigt, dass Sie in die Live-Sendung nicht mehr kommen. Die Lufthansa hat ein bisschen Verspätung gehabt, weil das Wetter in Hamburg so schlecht war. Nebel. Und naja, das ist ja schlechtes Wetter. Jetzt sind Sie aber pünktlich da. Sie kannten den Dieter Riechmann. Ja, kann man so sagen. Ziemlich gut, nicht? Wir waren Freunde über viele Jahre, sagen wir mal von 1970 bis 81. Auch St. Pauli oder wo? Auch, ja. Im Milieu. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann mal aus den Augen verloren, weil er mit seiner Freundin damals in die Schweiz ging. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann etwa 2-3 Jahre später erfuhr ich dann von dieser ganzen Angelegenheit. Was für ein Mensch ist er? Dieter. Ja, ein Mensch wie Sie und ich. Netter, intelligent, sauber, anständig, guter Typ eigentlich. Immer lustig. Immer gut drauf. Ja. Sind Sie von seiner Unschuld überzeugt? Absolut. Ich muss dazu sagen, seitdem ich bei Ihnen war. Ich habe ihn ja besucht, ich war 5 Stunden bei Ihnen. Also wo? Sie haben ihn in Florida, ja. Im Knast? Ja. Im Todestag da. Mhm. Und seitdem bin ich auf jeden Fall davon überzeugt. Und es gibt ja hier einen Journalisten in Köln, der Herr, wie heißt er, Peter Müller. Den hatten wir eingeladen, der ist nur gerade zu Dreharbeiten richtig, drüben. Richtig. Das ist die Problematik der ganzen Geschichte. Der hat ja in seinen Recherchen ja nur festgestellt, was da nun wirklich abging drüben, dass er unschuldig ist und dass es sogar einen Täter gibt und Zeugen der Tat und eidesstattliche Erklärungen von Polizeibeamten, die damals zur Falschaussage gezwungen wurden. Also es gibt so viele Fakten, die ihn eigentlich total entlasten. Aber Herr Bastigkeit, Sie haben gerade gesagt, seitdem ich bei ihm drüben war und mit ihm 5 Stunden gesprochen habe, bin ich davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Waren Sie vorher davon nicht überzeugt? Vorher habe ich mir gedacht, ich kann ja nur das sagen, was ich so aus den Medien erfahren habe und gelesen habe. Und habe ich gedacht, wie kann er so was machen, das begreife ich nicht, verstehe ich nicht. Also wie gesagt, wir hatten zu der Zeit auch schon keinen Kontakt mehr.
Und dann habe ich seine Ex-Frau mal getroffen, wo er früher mit zusammen war. Und die hat mir das dann auch so ein bisschen erzählt. Dann habe ich ihn einfach mal geschrieben und dann haben wir uns über Jahre geschrieben. Und dann bin ich hingefahren, habe ihn besucht. Wie ist er drauf im Augenblick? Wie bitte? Wie ist er drauf? Super. Er trainiert, sieht topfit aus. Und sein einziges Problem sind seine Zähne, die will er schleifen lassen, wenn er rauskommt, weil die so gelb geworden sind. Sonst mit Laser, weil er dieses weiß. Sonst ist er topfit. Hat er Hoffnung, dass er rauskommt? Und wie? Ich lese es ja immer wieder in seinen Briefen. Bis bald, schreibt er, bis bald. Mhm. Ja. Frau Karpischek, schreiben Sie sich auch Briefe? Ja, ja, natürlich. Ich habe den neuesten Brief, der ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen alt. Mhm. Und da hat er mir geschrieben, dass er denkt, dass in der Zwischenzeit gibt es nicht nur den Mörder, sondern also das Tonband des Mörders, sondern es gibt einen Tatzeugen, der auch bereit ist, auszusagen. Mhm. Eben dann dieses Statement, wo Sie schon gesprochen haben davon, dieser Polizeibeamte, der nach Ausscheiden aus dem Beruf jetzt zugegeben hat, dass er gezwungen worden ist, irgendwelche Beweise. Ja, man brauchte einen. Ja, ich meine. Also das Eigenartige war ja, seine Freundin ist ja, wir müssen mal kurz das rekapitulieren. Er saß am Steuer, die Freundin saß rechts und der Schuss, das Projektil, ging der Freundin rechts. Von rechts in die... In den Kopf. In den Kopf. Ja. Das heißt, er hätte theoretisch, wenn die so gefahren wären, entweder so schießen müssen oder hätte er den Kopf umdrehen oder wie auch immer. Ja, aber das war nicht der Grund. Die Tatsache war, dass sie einfach behauptet haben, er wäre aus dem Auto ausgestiegen, wäre um das Auto rumgelaufen, hätte sie von außen erschossen. Mhm. Dafür hat gesprochen, was nachher widerlegt worden ist, dass auf der Fahrerseite, also da wo er saß, am Fenster Blutspritzer waren. Und dann hat man immer gesagt, wie ist es möglich, dass wenn er da sitzt, dass diese Blutspritzer an dieses Fenster kommt. Ja. Und da gab es ja in der ersten Verhandlung bereits einen Sachverständigen, der nach diesem Ereignis kennengelernt, inhaftiert und er ist bei dieses Haus reingekommen. Er war selber schon eine Zeit in dem Gefängnis. Und ich kannte natürlich die Vorgänge einigermaßen. Ich kannte mich mittlerweile etwas mit den Gesetzen aus. Ich habe mich gemacht mit den Leuten, ich habe mich vertraut gemacht mit der Umgebung und so weiter. Dieter kam, ich hatte bereits einige Stunden vorher gehört, ich war Koch, also ich habe die Leute abends beköstigt, die neu reinkamen. Das war jeden Abend ein Schwung von 20 Personen. Darunter wurde mir mitgeteilt, ist ein Deutscher. Ich habe mich unheimlich gefreut, mal wieder Deutsch reden zu können. In seinem Bett schon gemacht. Meinen damaligen Raumkollegen gefragt, ob er für ein paar Tage woanders hingehen konnte, damit ich in der Heimatsprache. Wie haben Sie ihn denn erlebt? Wie war er denn? War er verzweifelt oder war er, das war ja kurz nach der Tatsache, Sie war er gut drauf? Der Dieter war fertig. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der fertiger gewesen ist als er zu diesem Zeitpunkt. Hm. Was hat er Ihnen erzählt? Wir haben die ganze Nacht gesprochen, wir haben nicht ein Auge zugemacht. Er saß, ich erzähle es mal so, wie es gewesen ist. Ja, der Raum ist nun so, das ist ein Doppelbett und man schläft in etagenweise. Da ist eine Toilette, die ist normalerweise nicht abgesperrt. Da Dieter aber durch seine Nervosität, Magenleiden, Durchfall, Erbrechen und am ganzen Körper total zerrüttet und zerstört. Ich habe einen sogenannten Paravon besorgt und habe dann gegen diese normale Währung im Gefängnis, Zigaretten und Tabak, habe ich Beruhigungsmittel besorgt und habe ihm dann etwas davon gegeben. Hat er was über die Tat gesagt? Ja. Zu der Zeit war das so gewesen, dass die Tat eigentlich noch... er hat mir alles erzählt, was er von dem Zeitpunkt an, von der Zeit vorher und nachher, bis zu dem Tag an, wo ich ihn kennengelernt habe. Er ist eigentlich verhaftet worden wegen Besitz einer Waffe, die nicht eingetragen gewesen ist und hat mir aber dann natürlich von der ganzen Tat erzählt. Der Vorwand war gewesen, um ihn erstmal festzuhalten, so habe ich erkannt, die Geschichte war gewesen, um ihn erstmal festzunageln, hat man ihn aufgrund dieser Kleinigkeit, einen Zaumdreher, hat man ihn verhaftet, erstmal eingesperrt. Glauben Sie denn, dass er... Ja, Menschenkenntnis hat jeder von uns und trotzdem, man täuscht sich auch manchmal. Glauben Sie, dass er schuldig ist oder dass er unschuldig ist? Unschuldig, ganz sicher unschuldig, ganz sicher.
Also, wenn Sie zu Hause sagen, ich habe ja auch schon einen Fax bekommen, das werde ich nachher noch vorlesen, und die Maschine fängt gerade wieder an zu starten, aber zunächst mal der Reihe nach. Wenn Sie zu Hause sagen, diesem Dieter Riechmann müssen wir helfen, dann gibt es natürlich die einzige Chance, und das ist, an den Gouverneur von Florida, an Jeb Bush zu schreiben. Der schreibt sich wie der berühmte Bush, und Sie sehen es hier auch eingeblendet, und mit Postleitzahl nicht vergessen, und unten unter letzter Zeile müsste laut und deutlich zu lesen sein, USA. Sie können auch anrufen, Sie können auch Faxe hinschreiben, und Sie können auch über unseren Faxabruf können Sie noch weitere Adressen und Hinweise bekommen und können vielleicht dem Dieter Riechmann helfen. Wir werden uns gleich darüber unterhalten mit allen Gästen hier vorne und mit weiteren Gästen, wie die Chancen von Dieter stehen. Und ich werde Ihnen gleich eine Frau vorstellen, die vor einiger Zeit bei uns schon einmal war. Wir werden Ihnen einen Filmausschnitt vorspielen und darin wird sie erzählen, wie sie zu dem Mann steht, der jetzt nicht mehr unter den Lebenden weilt, denn der Henker in den USA hat ihn hingerichtet. Das sind die Themen und das sind die Gäste, die ich Ihnen gleich vorstellen werde nach der Pause. Lieben Sie den Luxus und kaufen sich unverschämt teure Dinge? Oder sind Sie jemand, der sparsam lebt und solche Luxusfrauen nicht verstehen kann? Rufen Sie uns an 0137 31 32 33. Von so einer Geschichte habe ich noch nie was gehört. Ach, das ist ja interessant. Das ist der Hammer. Mehr zu diesem Thema explosiv. Montag bis Freitag, 19.10 Uhr. 125.000 Mark. Dabei sind Sie im Moment. Wer wird Millionär? Freitag, 20.15 Uhr. Ich will mehr. Wir sprechen über Dieter Riechmann. Wir haben drei Gäste hier sitzen, die ihn sehr gut kennen, nämlich die Ulrike Karpischek, den Lothar Bastigkeit und den Johannes. Ich möchte allen dreien die Frage stellen, welche Chance hat Dieter Riechmann jetzt unbeschadet, von der Seele wollen wir gar nicht sprechen, aus dem Knast, aus der Todeszelle in Florida rauszukommen? Die Chance besteht, aber die ist minimal. So muss man das einfach sehen. Johannes? Ja, ich denke genauso. Frau Karpischek ist ein bisschen... Ich sehe es anders. Ich sehe, dass er in der Zwischenzeit eine relativ gute Chance hat. Also da gibt es ja noch ein Problem, was auch noch nicht ganz geklärt ist, nämlich die der fehlenden Schmauchspuren. Also wenn man eine Pistole abfeuert oder ein solches Gerät abschießt, dann gibt es, wir kennen das ja aus diesen Kriminalfilmen, dann so pft, am Colt oben so den Rauch wegpusten. Die fehlten auch total, nicht? Ja. Also er hat Schmauchspuren an der Hand gehabt, aber wenn man selbst schießt, das hat dieser Sachverständige, hat es bewiesen, dann hat man mindestens 100.000 Schmauchpartikel in der Hand. Er musste ja Schmauchspuren haben, weil er hat ja den Kopf von Kerstin gehalten und da ist ja der Schuss und da hat er auch Schmauchspuren in der Hand gehabt, aber das waren 14 relativ großflächige Partikel und das geht nicht, wenn man schießt, also das ist bewiesen. Der Sebastian aus Duisburg hat geschrieben, Dieter Riechmann ist für mich unglaubwürdig. Wie kann man eine Frau lieben und sie gleichzeitig, und Frau Karpischek, die Frage geht eigentlich an Sie, und sie gleichzeitig als Prostituierte arbeiten lassen? Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht, aber ich denke, das ist sein Leben. Und ich denke, das war auch die Entscheidung von Kerstin. Mein nächster Gast kommt aus Berlin, er ist Justizbeamter, wenn auch schon im Ruhestand. Bei uns ist Wolfgang Krauke, herzlich willkommen. Ein Mann, der Sie auskennt im deutschen Knast. Im deutschen Rechtswesen, im deutschen Justizwesen. Was sagen Sie zu dem Fall? Tja, der Fall ist sehr interessant. Und zwar, wenn man so hört, ist es ja praktisch ein Engel gewesen. Ohne jetzt über diese Person urteilen zu wollen. Nur, was dann zwischendurch rausgekommen ist, muss man sagen, sind berechtigte Zweifel daran. Diese Schmauchspuren beispielsweise wären ein Indiz, dass das doch gewesen ist. Denn wenn man schießt, hat man Schmauchspuren an der Hand. Jetzt ist natürlich die Frage, wie Gutachter. Viele? Haben wir darüber gesprochen? Wie viele, ja. Bloß 5 Gutachter, 20 Meinungen. Ist auch hier. Das ist aus der Praxis. Ja, nur ich denke, ein Menschenleben ist zu wertvoll, egal von welchem Menschen, als dass man es einfach dann so weg
pusten kann mit einem Stromstoß. Sind Sie für die Todesstrafe oder gegen die Todesstrafe? Voll dafür. Voll dafür. Als Justizbeamter? Ja. Warum? Ich muss allerdings differenzieren. Für die Todesstrafe nur bei Mord. Also bei Mord, Drogendealer und du lässt da ganz... Nee. Da nicht. Okay, gut. Wenn ich dir eine Spritze setze mit Heroin, eine Überdosis, was ist dann? Oder Stück für Stück, bringe ich dich zwar langsam, aber bewusst um und das ist Mord. Ja, und in dem Fall, indem ich dir das Zeug verkaufe als Dealer, bringe ich dich Stück für Stück um. Und in dem Fall ist es die Voraussetzung, das ist Mord in meinen Augen. Und diese Leute, aber ist das genau das Gleiche, als ob ich dich erschieße. Es dauert nur ein bisschen länger. Aber Herr Grauke, es gibt ja nun in Deutschland, in diesem Rechtsstaat, in dem wir leben, und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier lebe, gibt es ja nun ein ausgeklügeltes System, das Täter auch wieder, egal was sie angerichtet haben, auf den richtigen Weg bringen sollen. Ich darf nur drüber schmunzeln. Warum? Ganz einfach. Ich habe ja, also wie gesagt, auch im Strafvollzug gearbeitet und habe auch im Gericht gearbeitet, in der Vormundschaft. Ich habe es also alles mitbekommen. Und ich kann jede Statistik schön. Ich habe also im offenen Vollzug gearbeitet und habe die Leute auch gesehen, was war. Ich habe praktisch von einfachen Verkehrstäter bis zu Mördern, Vergewaltigern, Kindesschändern, das war alles drin. Und ich muss nur sagen, diese Leute haben sich außerhalb der Gesellschaft gestellt. Sie noch nie in Ihrem Leben. Sie haben immer korrekt und anständig gehandelt, noch nie über eine rote Ampel gefahren, noch nie irgendwie, immer korrekt und anständig. Herr Grauke, eine Frage an Sie. Wenn Sie jetzt in der Todeszelle sitzen würden, unschuldig, wären Sie dann immer noch für die Todesstrafe? Natürlich. Ja klar, selbstverständlich. Entweder oder. Nein. Das ist jetzt reine Polemik. Wir müssen ja nein, das ist keine Polemik, weil es gibt so und so viele Leute, das ist bewiesen, die unschuldig hingerichtet worden sind. Also allein in diesem Jahr sind aufgrund einer Examensarbeit von mehreren Studenten der Jurisprudenz in Amerika, wenn ich richtig informiert bin, 12 oder 14 Leute aus den Todeszellen entlassen worden, weil man, und übrigens mit ganz einfachen Mitteln, war in der deutschen Presse überall nachzulesen, festgestellt hat, dass diese Fehlurteile zustande gekommen sind aufgrund von nachlässiger Arbeit der Richter, der Geschworenen, Ermittlungsbehörden. Was ist denn, wenn ein zum Tode Verurteilter, zum Tode Verurteilten auch hingerichtet wird, hingerichtet wird und hinterher stellt sich raus, der war es gar nicht. Was sagen Sie dann? Ja, was dann? Ja. Muss ich die Gegenfrage stellen, was passiert mit einem, der also was einen Mord begangen hat, sagt man, nee, er war es nicht, er kommt wieder raus und mordet weiter. Na, jetzt beantworten Sie mal meine Frage. Ich meine, das ist ja nun wie im Bundestag hier, Frage mit Gegenfrage. Aber es kommt auf den Standpunkt an. Genauso gut, ich vertrete meine Meinung. Es wird ja natürlich das große Gelächter aufkommen, wenn ich sage, dann hat er Pech gehabt. Ja? Ein Menschenleben wird vernichtet, weil dieses Menschenleben... Moment, nicht vernichtet. Das sehe ich anders. Ein Menschenleben wird vernichtet durch einen Mörder. Mhm. Und der Mörder bekommt seine Strafe. Und das setze ich beides am Ende ist der Tod. Aber ich setze beides nicht gleich. Das eine ist aus niederen Beweggründen geschehen, das andere ist die Strafe, die durch den Staat erhält. Aber ich denke mal, es ist niemand als Mörder geworden. Das ist richtig. Also die meisten Morde werden ja ausgeführt im Affekt, unter Drogeneinfluss. Dann ist es kein Mord, dann ist es Totschlag. Das sagt Marianne Zimmer bei uns aus Rosenheim. In Amerika nicht. Herr Grauke, Ihre Tochter ist 16 Jahre alt und wäre damit in der Lage, sich in Amerika auch schon ein Todesurteil einzufangen. Angenommen, wir können nur so hypothetisch jetzt reden, angenommen, sie würde zum Tode verurteilt werden und sie wird hingerichtet und dann stellt sich hinterher heraus, es war ein Fehlurteil, dann würden Sie als Vater sagen, hat halt Pech gehabt? Vermutlich nicht. Dann ist es anders. Also, wir wollen Ihnen Marianne Zimmer vorstellen. Sie hat ja gerade schon sich eingemischt in das Gespräch und sie hat sich eingemischt ins Gespräch, weil sie es nicht mehr stillgehalten hat auf dem Stuhl. Die Geschichte von ihr ist eine ganz besondere, denn sie hat, sie hatte Richard Wayne Jones geliebt. Sie kann ihn nicht mehr lieben
Und warum, das werden Sie jetzt sehen in der kurzen Filmanspielung. Welche Gefühle haben Sie für ihn? Ja, sehr große Gefühle. Für mich ist er, ja, so viel wie mein Mann. Aber Sie haben ihn ja nie in die Arme nehmen können. Nein, das ist auch sehr schwer. Also das tut auch weh, wenn man da drinnen sitzt, zwischen Glasscheibe und Gitter, mhm, und kann sich nicht in den Arm nehmen. Es ist sehr hart. Also. Richard Wayne Jones ist am 22. August dieses Jahres 2000 hingerichtet worden. Im Gefängnis. Haben Sie ihn vorher noch mal gesehen? Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, voriges Jahr im Juli, im Juni. Und ja, heuer hatte ich einfach die Möglichkeit, nicht aus familiären und aus finanziellen Gründen hauptsächlich, dass ich ihn noch mal besuchen konnte. Meine Freunde aus der Schweiz waren drüben, die Freunde aus Italien. Sie waren auch Zeugen der Hinrichtung und die haben gesagt, also es war ganz, ganz schlimm. Was heißt, die waren Zeugen der Hinrichtung? Darf da jeder zugucken, wie im Mittelalter? Nein, also mein Angehörige, also der Gefangene darf 5 Personen nennen, die also als Zeugin, als Zeugen dabei sind bei der Hinrichtung. Und da haben sich eben also die Freunde aus der Schweiz und aus Italien dazu, die wollten halt dabei sein. Und seine Ex-Frau und halt Presseleute und der Kaplan. Glauben Sie heute immer noch an seine Unschuld? Absolut. Er war unschuldig. Es gibt so viele Beweise, es haben sich wieder neue Zeugen gemeldet. Es ist am 3. August im Dallas Morning News ein großer Artikel erschienen. Daraufhin hat sich ein Zeuge gemeldet, der diesen mutmaßlichen Täter, der ja öfters im Gespräch war, mit diesem Opfer zusammen in einem Motelzimmer gesehen hat. Er hat gesehen, wie diese Frau auch sexuell belästigt worden ist. Daraufhin haben die Anwälte beim Supreme Court und beim höchsten Gericht in Texas, sowohl beim Begnadigungsausschuss und beim Gouverneur beantragt, dass dieser neue DNA-Test ausgeführt wird. Aber sämtliche Instanzen haben abgelehnt und haben gesagt, diese Hinrichtung wird ausgeführt. Es gibt kein Zurück mehr. Ich habe gerade ein ganz interessantes Fax bekommen, das ich noch vorlesen möchte, aber zunächst eine Zwischenfrage, genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Zimmer. Ja, ich habe eine Frage an den Justizbeamten, der da sitzt. Also wer sich das Recht rausnehmen kann und sagen möchte, er ist dafür, dass irgendjemand hingerichtet wird. Ich meine, keiner von uns hat das Recht zu sagen, dieser Mann wird hingerichtet. Und wenn ich denn sowas höre, nach einem Fehlurteil, das dann heißt, ja, er wurde hingerichtet, danach ist rausgekommen, dass er umsonst, also unschuldig hingerichtet wurde. Und wenn ich dann den Ausspruch höre, das ist doch egal, dann hat er Pech gehabt, dann sind Sie ganz echt traurig für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm? Herr Krauke, dazu sollten Sie erst was sagen, ne? Ich denke, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes in anderen Ländern auf Verfassung genannt, haben sich schon was dabei gedacht, als sie die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft haben, nach einer unseligen Zeit, in der viele Menschen in Deutschland, viele Millionen in Deutschland. Ich habe mal eines gelesen, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, Bennett, oder, also der höchste Richter vom Verfassungsgericht, der hat einmal geäußert, wenn ich die Wahl hätte, zwischen Todesstrafe zu verhängen oder zurücktreten, dann würde ich das Zweite wählen. Hm. Und das habe ich gesagt, das ist eine Aussage, ist eine klare Aussage. Also er würde eher zurücktreten, als ein Todesurteil verhängen. Ich habe ein Fax bekommen von Frau der Herrn Navratil aus Graz, was in der Steiermark liegt. Da steht, dass ein Großteil der amerikanischen Politiker aus dem gehobenen Kreis der Juristen bzw. der Staatsanwaltschaft kommt und ihre politischen Fähigkeiten, jetzt kommt es, und ihre politischen Fähigkeiten an der Anzahl der erwirkten Todesstrafen gemessen wird, die nur durch Nichtzulassung von Entlastungszeugen erreicht werden können, wird es immer wieder solche Verurteilungen geben. Auch die Familie Bush, an der Spitze George Bush und auch jetzt der neue Präsidentschaftskandidat, haben sich durch die Zahl ihrer verhängten Todesstrafen bzw. der Nichtnutzung der Einspruchsrechte einen Namen gemacht. Alle Senatoren haben die Möglichkeit, eine Aussetzung einer Todesstrafe zu veranlassen, wenn nur der Verdacht einer möglichen Unschuld besteht. Gott schütze uns vor Politikern wie George Bush Jr. Alle Achtung. Ich habe Freunde in Amerika, die haben gesagt, wenn er Präsident wird, die amerikanische Botschaft in Berlin möge das verzeihen, dass ich mich jetzt in inneramerikanische Angelegenheiten einmische, aber wenn er George Bush Jr. Präsident wird, dann gnade uns Gott. Aber
Jetzt nochmal zu Ihnen, Herr Grauke. Das ist eine Stimme, das war eine sehr, sehr deutliche Stimme von da hinten. Sie haben dazu noch nichts gesagt. Ich habe es akustisch nicht ganz alles verstanden, leider. Gut, dann können wir es jetzt nicht wiederholen. Das dauert ja ein bisschen lang, aber alle anderen haben es verstanden. Und dann nehmen wir das jetzt mal so hin. Mein nächster Gast kommt aus Nürnberg. Und sie sagt, wenn ich Richterin wäre, und Sie sprachen gerade, Frau Zimmer, von einem hohen Verfassungsrichter, würde ich die Todesstrafe aussprechen. Bei uns ist Carola Liebisch. Herzlich willkommen. Warum? Nur in bestimmten Fällen. Also man muss schon differenzieren. Also wie jetzt da, also der Mann, der Herr Richtmann, der jetzt hat die Staaten im Gefängnis sitzt. Ich denke nicht, dass er den Tod verdient hat, weil das ist Prozess auf Indizien aufgebaut, wo so viel Unglaubwürdiges dabei ist. Also mit Sicherheit nicht. Aber ich bin halt der Meinung, für Kindermörder, die Kinder quälen, misshandeln und danach bewusst in die Mülltonnen schmeißen und es mehrmals getan haben, die haben den Tod verdient, weil was sie den Kindern antun, das ist menschenunwürdig. Und ich meine, man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, aber das deutsche Rechtssystem ist leider so, dass solche Menschen nach spätestens 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis draußen sind. Und es ist krankhaft, was die machen. Entweder haben sie den Tod verdient, wenn sie das nicht machen wollen, dann müssen sie die lebenslange Strafe verhängen, und zwar nicht nur auf 15 Jahre, sondern dass sie wirklich lebenslang weggesperrt werden können. So, das ist halt eine Auslegungssache. Also, man muss es ja mit der Religion nicht ganz so eng halten. Wenn man es tut, dann ist es auch gut. Aber es gibt ja die berühmten 10 Gebote, die uns alle bekannt sind. Und ein Gebot heißt, du sollst nicht töten. Ja, aber ich denke, also es ist halt dieser typische Grenzfall. Das Thema ist heiß diskutieren. Ich denke, das hat man auch in einer Stunde mit Sicherheit nicht abgehandelt. Aber denken wir einfach mal, klar, es rechtfertigt keinen, der Menschen getötet hatte, ebenfalls zu töten. Aber ich denke mal, die meisten sagen ja auch selber dann im Gerichtssaal, dass sie krank sind, dass sie vom Kopf her nicht anders können. Und ich denke, für die Menschen ist es in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch eine Erlösung. Also, ja, ist besser, als wenn sie 80 Jahre in der psychiatrischen Anstalt sitzen. Sie haben natürlich recht, wenn man sagt, man kann in einer Stunde nicht alles diskutieren, aber dennoch, denke ich, kann man gar nicht genug darüber diskutieren. Zu der Todesstrafe muss ich total zustimmen, da ich der Meinung bin, dass Kinderschänder, jetzt geht der Satz nicht weiter, irgendwie hier, ich kann das so schnell auch nicht mehr lesen, und Wiederholungstäter gehören in die Todeszelle, steht dann hier, schreibt die Patricia aus Garmisch. Ich möchte einen Fall ins Gespräch bringen. Sind Sie eigentlich davon überzeugt, dass Dieter Riechmann... Ja, ich denke eigentlich, dass er unschuldig ist, weil wenn er im Milieu gearbeitet hat und Sie auch, dann hatte er innerhalb von Deutschland genug Möglichkeiten. Wenn er es vorgehabt hätte, dann hätte er nicht dahin fahren müssen. Also ich denke also nicht, dass er sie umgebracht hat, weil er vom Finanziellen ja mit Sicherheit auf der trockenen Seite war. Also. Es gibt eine Frau in Deutschland, deren äußeres Erscheinungsbild vor unserem inneren Auge sehr präsent ist. Sie soll angeblich ihre beiden Kinder umgebracht haben. Ich spreche von Monika Weimer. Und wenn wir so denken, wie der Herr Grauke das gerade gesagt hat, oder vielleicht auch wie Carola Liebisch das gemeint hat, dann müsste eigentlich Frau Weimer auch hingerichtet worden sein. Im Augenblick sitzt sie wieder wohl ein im Gefängnis, zumindest ist ja vom höchsten deutschen Gericht das Urteil auf lebenslänglich bestätigt worden. Das wäre aber in der Diskussion, wie wir es jetzt diskutiert haben, eigentlich auch eine Todesstrafe dann gewesen, wenn es die bei uns gäbe. Also kein Mensch weiß genau. Lassen uns darüber ganz kurz sprechen. Wir haben noch genügend Zeit nach der Pause. Und ich habe noch einen Gast dazu auch. In Amerika wird sie wahrscheinlich nicht mehr leben. Darüber sollten wir noch diskutieren, wie das dann wohl ausgesehen hätte mit ihrem Leben. Kein Mensch weiß in Deutschland genau, was da passiert ist. Und wir haben, was ist, Andreas? Wir haben noch über 2 Minuten. Ich dachte gerade gesehen zu haben aus einem Augenwinkel, dass wir jetzt eine Pause machen müssten. Deswegen möchte ich Ihnen noch einen Gast vorstellen jetzt, der dazu auch ganz viel sagen wird. Einfach aus seinem Empfinden heraus, so wie die Frau Liebisch auch aus ihrem persönlichen Empfinden heraus ihre Meinung geäußert hat. Und das soll sie ja auch bei uns ist. Aus München, Max Köhler, herzlich willkommen. Applaus
Diplom-Ingenieur, Gutachter im Bauwesen, hat mit Juristerei überhaupt nichts zu tun. Nein. Eigentlich. Aber eigentlich haben wir alle damit ständig zu tun. Und er ist Mitglied der Initiative gegen die Todesstrafe, ja, e.V. Jetzt haben wir ja jede Menge Argumente pro und contra gehört. Wir haben von Justizfehlurteilen gehört. Wir haben von Indizienurteilen gehört. Und jetzt? Für mich gibt es ganz einfach grundsätzlich der Glaube an das Leben. Wir haben das ist also, wenn Sie so wollen, religiös bedingt. Du darfst nicht töten. Auch nicht, wenn diese entsetzlichen Dinge passieren, die wir hier ja hören. Ne? Ich weiß auch nicht, ich möchte mich da auch irgendwie nicht irgendwie frei machen, dass ich, also wenn mir das passieren würde, ich habe also selber Enkelkinder, wenn also da eines von diesen Kindern also da so furchtbar zu Tode käme, wäre ich also bestimmt verzweifelt, also aber ich würde vielleicht die Möglichkeit finden, dass ich also bitten würde, dass mir also die Kraft gegeben wird, etwas anzunehmen, etwas zu verändern. Was tut der Mensch, der nicht so gläubig ist wie Sie? Den kann man auch nur bitten. Also, Sie haben zwei Töchter, wenn eine und, durch und eines fünf anderen... Enkel, sieben Enkel, davon sind fünf Mädchen. Also kann also durchaus mich also in diese Situation hinein. Sind Sie der Meinung, dass Schwerverbrecher, dass die, wenn lebenslänglich verhängt worden ist, dann auch wirklich lebenslänglich hinter Gitter gehören? Lebenslänglich hinter Gitter gehören. Das ist, zumindest darf ich es vielleicht so sagen, jeder Mensch kann sich ändern über die Jahre. Also und es gibt irgendwann mal auch, ich meine, wir haben das bei den sogenannten Nürnberger Prozessen gesehen, es ist doch irgendwo letztlich nachher sinnlos, einen 80-jährigen Rudolf Hess nur damit irgendwas eingesperrt zu lassen. Ja, also könnte mir vorstellen, dass man in einer ganz weiten Ferne irgendwie, also da bin aber ich jetzt, nicht bei Triebtätern. Da bin ich jetzt aber mit Verlaub gesagt ganz anderer Meinung. Aber das mag jetzt meine Meinung sein. Ja. Also ich denke, wenn, dann gilt für alle das gleiche Recht, ob jung oder auch ganz alt. Ja. Und wenn einer auch erst ganz alt dingfest gemacht werden kann, dann hat er das gleiche Strafmaß aber zu erhalten und auch auszusitzen. Gut, ich meine, ich will das wenn ich jetzt Ihren Worten ja, aber ich will jetzt das vielleicht, erlaub mir, dass ich es nicht vertiefe. Grundsätzlich ist meine Meinung, dass wir Menschen nicht das Recht haben, anderen Menschen das Leben zu nehmen. In keinem Fall. Auch die Mörder in Anführungszeichen haben da kein, dürfen das nicht tun. Haben da kein Recht dazu. Also ich denke ganz einfach, der Mensch hat deswegen den aufrechten Gang unter anderem auch erlernt, weil er in der Intelligenz den Tieren weit überlegen ist. Ja. Und soweit ich weiß, gibt es in den Tieren zumindest die Todesstrafe. Wenn ein Tier ein anderes umbringt, dann eigentlich nur zum Nahrungserhalt oder das Tier ist als solches krank. In Bezug auf die Todesstrafe möchte ich den Vollzugsbeamten einmal fragen, ob er sich auch Gedanken über den Henker gemacht hat. Herr Grauke, darüber sprechen wir gleich nach der Pause. Lieben Sie den Luxus und kaufen sich unverschämt teure Dinge? Oder sind Sie jemand, der sparsam lebt und solche Luxusfrauen nicht verstehen kann? Rufen Sie uns an 0137 31 32 33. Auf Expo. Gleich bei RTL. Er ist sexy und voller Vitalität. Der perfekte Familienvater und Ehemann. Er ist Tim, der Heimwerkerkönig. Hör mal, wer da hämmert. Wir melden uns wieder. Gleich der Doppelhammer. Montag bis die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Meine Hochzeit. Montag bis Freitag um 10 Uhr. Ich will mehr. Wie viel Diät verträgt Ihr Körper? Die Antworten zu Ihren Lieblingsthemen gibt's in der neuen RTL Morning Show. Ab Montag täglich um 10.30 Uhr nur bei RTL. Ja, Herr Grauke.
Die Frage ist, wer soll der Henker sein? Und dennoch ein Satz von der Rosemarie aus Cuxhaven. Wer für die Todesstrafe ist, ist auch ein Mörder. Was sagen Sie dazu? Ich hatte gerade ihr das Klatschen kam dazwischen. Ich hatte das gerade nicht richtig verstanden. Wer für die Todesstrafe ist, ist auch ein Mörder. Warum lachen Sie, Herr Grauke? Kann ich nur antworten, wie es aber so höchstens gemacht hat. Über so einen Schmarrn, da brauche ich mich gar nicht auszulassen. Ist also Herr Grauke, Herr Grauke, bei allem Wohlwollen, mir ist das Thema viel zu ernst, als man darüber Witze machen sollte. Nee, Herr Meister, bloß wenn einer sagt, wer für die Todesstrafe ist, ist auch ein Mörder. Das ist Unsinn. Ich habe also keinen umgebracht, ich habe es nicht vorzutun. Und dann mich praktisch mit einem Mörder gleichzustellen, der aus niederen Beweggründen Leute umbringt oder der Kinder mordet, muss auch, ist schon ein starkes Stück. Und würden Sie den Hebel umlegen am elektrischen Stuhl? In bestimmten Fällen ja. Du hast nachher noch einen Zirkusauftritt irgendwo, nicht weil du dich schon so angezogen hast. Ne? Du hast ja meine Meise. Hören Sie mal, hallo. Ich bin der Meinung, wenn man die Todesstrafe wieder einführen sollte oder dafür ist, meinen Sie nicht, man fördert den Mord, denn es wird keine Opfer geben mehr, die aussagen können? Nein. Denn es gibt, wenn ich setze mich mal in eine Situation, ich würde jemandem etwas Böses tun und aus Angst vor der Todesstrafe, dass der petzt, bringe ich ihn um. Ist das irgendwo, also was Sie sagen, wird gefördert? Wird ja auch bestätigt in Amerika, es gibt ja beileibe nicht weniger Verbrechen dadurch, dass es die Todesstrafe gibt. Im Gegenteil, also nachdem eine Hinrichtung vollstreckt worden ist, in dem Zeitraum kurz danach steigt die Mordrate. Ja, was sagen? Ich habe nur mal eben kurz eine Frage, und zwar, Sie sind ja nur normaler Justizvollzugsbeamter, das heißt irgendwie so ein ganz normaler Schlüsseldreher, Schließer nennt man die, glaube ich. Nein, stimmt nicht. Nee. Aber wie gehen Sie mit solchen Leuten eigentlich so um? Ich meine allgemein eigentlich um, so von wegen, diese Meinung kann ich einfach absolut nicht vertreten, und ich glaube, wir alle, glaube ich, irgendwie gar nicht so richtig. Auch als Justizvollzugsbeamter. Okay, ich bin natürlich jetzt in einer gewissen Bretouille. Und zwar, ich könnte jetzt Beispiele bringen, darfst du aber teilweise nicht, weil es unter das Dienstgeheimnis mitfällt. Also mal ganz allgemein. Ich habe mir jetzt direkt angesprochen, wie würden Sie urteilen? Ein Mann ist verheiratet, haben beide Eheprobleme, auch ein bisschen mit Drogen zu tun. Daraufhin gehen Sie zu einem Psychiater, wollen das behandeln lassen. Der Psychiater kugelt so ein bisschen mit der Frau rum, der Mann kriegt es spitz, fährt ins Ausland, besorgt sich eine Waffe, übt mit der Waffe, baut sich einen Schalldämpfer. Dann fordert er den Arzt auf zu einem klärenden Gespräch. Und schießt nur einen Haufen. In seiner Wohnung. Dort kommt es zum Streit, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Er kriegt einen Vogelbau über den Kopf, geht ran, nimmt das Gewehr, er schießt den Arzt, während er fliehen will. Anschließend geht er ins Schlafzimmer, wo seine Frau liegt, mit 30 Milligramm Valium Intus, legt ihr ein Kopfkissen auf den Kopf und schießt ihr 5-mal in den Kopf. Dann will er die Wohnung verlassen, geht nicht, ist ja der tote Arzt vor der Tür. Er nimmt den Arzt. Herr Grauke, wie lange dauert die Geschichte noch? Wir müssen jetzt mal eine halbe zum Minute zum noch. Punkt kommen. So lange Zeit haben wir nicht. Na, also, okay. Wir müssen jetzt zum Punkt kommen. Was soll das jetzt? Nimmt also praktisch die Leiche, schießt ihr nochmal in den Kopf. So, jetzt bitteschön, wie würden Sie den Mann verurteilen? Oder überhaupt? Ja, wenn es so wäre und wenn es erwiesen wäre, dann meinetwegen lebenslangen Zuchthaus. Nur, ich denke immer, ich kann jedes lebenslängliche Zuchthausurteil revidieren. Eine Todesstrafe kann ich nicht revidieren. Und das ist der Punkt. Frau Karpiszek, ein Gast hat hier noch ein Fax geschrieben und sagt, man kann einem Menschen, den man lange persönlich kennt, sehr schlecht immer eine solche Gewalt zutrauen. Also man ist da auch ein bisschen befasst. Ganz kurze Antwort noch dazu, bitte. Das ist sicherlich richtig, dass man ein bisschen befangen ist. Aber ich habe ja eigentlich sofort, für mich war es einfach gar kein Zweifel, dass er es nicht gewesen ist. Nicht, weil ich jemanden sehr lange kenne. Es gibt einfach, gut, es sind Gefühle. Ich kann das nicht begründen. Das ist ein Gefühl. Also ich denke, wir sollten uns wünschen, dass im Fall Riechmann
das Recht Anwendung findet und dass das rechte Urteil gefunden wird. Ich habe noch einen Fakt zum Schluss, das passt eigentlich hervorragend. Hier steht, ich bin der Meinung, dass wenn von 1000 Schuldigen nur ein einziger zu Unrecht hingerichtet wird, ist das einer zu viel. Ich will nicht mehr im Mittelalter leben, also Hände weg von der Todesstrafe, schreibt er hin. Das war eine Sendung von Thorsten Kalicki und Alexandra Sonnenberg. Und ich sage auch eins, ich möchte und bin froh darüber, nicht in der Haut von Richtern stecken. Ihnen alles Gute und allen Vorurteilen an deutsche Vorteile. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Astroline Saint-Claire.